ist da noch drin? Was verschlossen? Diesmal kann ich keine Kisten mitnehmen, wie es halt in Divine Divinity so war, und mir halt so ein kleines Lager bauen. Das ist hier nicht der Fall. Macht aber auch nichts. So, ja, dann bin ich erstmal fertig hier. Wohin gehen wir jetzt? Ich könnte natürlich jetzt zurück ins Dorf gehen und ein paar Goblin-Herzen abgeben. Dann kriege ich ein bisschen an Belohnung, bevor ich weiter aufbreche. Sagt mir das korrekte Wort und ihr dürft passieren. Wenn ich ganz lieb, darf ich dann durch? Nett gemeint, aber falsch. Okay, was ist das für ein Teil? Vielleicht kommen wir auch noch dahinter, was es damit auf sich hat. Praktisch, so ein Teleporter. Ich glaube, es wird Nacht, wenn ich richtig sehe. Wir könnten mit zwei Leuten mal sprechen. Achso, in der Kaserne war ich, glaube ich, schon, habe ich mit dem gesprochen. Wie wäre es mit einem schönen Verlobungsring? Oder darf es vielleicht ein magisches Amulett zum Schutz auf euren Reisen sein? Nein, danke. So, Sir Richard war ja hier meistens unterwegs. Seiner Route. Ah, da ist er ja. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Ich hab noch Goblins für euch. Nicht schlecht. Her damit. Und hier habt ihr euer Geld. Ich würde es für Bier und Dirnen ausgeben, aber das ist nur ein Vorschlag. Klappt euch wohl, Richard. Ebenfalls nach dem Twitter. Ich frage mich, wie viele Goblin-Herzen er gerne haben würde, bis es eine besondere Belohnung gibt. Also mehr als Gold. Oder ob es nur Gold ist. Ach so, ja. Das ist ja auch noch offen. Im Gasthaus fällt mir auch wieder ein, bekomme ich ja Rabatt für meine Waren, wenn ich da einkaufen gehen würde, da ich da geholfen habe. Ich will nochmal zurück zu Karl. Okay, der ist leer. Die Leiche dieses Bürgers. Nein, nichts weiß ich. Steht auch da leer.
Auch interessant, früher waren es irgendwie die Orks und jetzt irgendwie, jetzt sind es die Goblins. So, aber ich möchte mal kurz was prüfen. So, hab mal kurz Auto City geprüft, aber das läuft. Alles klar. So, nochmal mehr Safe-Sicherheit. Und schauen, dass wir die überzeugt bekommen. Ansonsten nur mit Gewalt. Der neue Orden grüßt euch, Drachentöter. Nicht Drachentöter euch. Schön, dass unsere Orden freundschaftliche Beziehungen hegen. So sagt, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich bin im Interesse von Alroth zu vertreten. Die Stadt braucht das Lebensmittel noch dringend wie Flussheim. Das ist sicherlich ein edles Vorhaben, aber ich habe meine Befehle. Diese Kisten müssen in Flussheim ankommen. Ich muss leider darauf stehen. Wir werden nicht zurückweichen, Drachentöter. Wir sind da weg. Mir Bestechlichkeit zu unterstellen, ist unter eurer Würde, Drachentöter. Aber niemand steckt 100 Goldstücke aus, mein Freund. Beim Göttlichen! Meint ihr das ernst? Tja, also ich denke, Aleroth hat genauso ein Anrecht auf diese Lebensmittel wie Flussheim. Ja, es wäre unmenschlich, wenn wir diese große Stadt hungern ließen. Genau das dachte ich auch. Danke, dass ihr uns die Augen geöffnet habt, Drachentöter. Wir sehen uns im Dorf. Okay. Damit wäre diese Aufgabe wohl dann erledigt. Wir folgen den Typen. Lol. Jetzt sind die einfach in der Wand verschwunden. Gut, das heißt, wir gehen nochmal zurück ins Dorf. Und klären das jetzt. Ja. Ach, Maxin, genau. Verstehe, jetzt kann ich mit ihm das Ganze klären. Spring da raus. Danke. Nixchen. Der war hier oben irgendwo. Vögel beobachten. Genau, da vorne steht er, glaube ich. Was denn? Soldaten sind noch uns entdeckt, trotz dreien. Soll ich einen Haufen Geld gekostet haben? In Ordnung, ich sehe nach den Lebensmitteln. Ihr könnt Richard sagen, dass sich um alles gekümmert wird. Auf bald. Okay, dann sage ich Richard nur Bescheid. War doch gar nicht so schwer, die Aufgabe. Ja, und sogar ohne Gewalt. Das hat mich 200 Goldstücke gekostet, aber was soll's. Das war's mir wert. Jetzt noch mit Richard sprechen, die Aufgabe ist abgehakt. Okay, wo bist du, Richard? Eine andere Quest gewesen, in diesem Turm oder so. Ja, den Turm von Lord Lovis erkunden.
Wo ist denn jetzt? Meistens rennt er hier rum auf dem Pfad. Ah, das ist er. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Suchen. Die Sache mit den Suchen ist erledigt. Komm, zeig mir ein paar Münzen schon. Was ist mit den Prinzipien? Haha, zwar schade ums Geld, aber hey, es war ja nicht mein. Gute Arbeit, Drachentöter. Richard von Allerod ist euch dankbar. Nehmt dieses Geld. Und solltet ihr mal in der Stadt der Heiler sein, grüßt General Luxurius von mir. Gerne. Oh, eine Menge Geld. Und das Intelligenz, ne, jetzt interessiert mich nicht wirklich. Deswegen nehme ich das Geld gerne an. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter auf der Karte. Denn da war ja noch der Turm von Lord Lovis und dieser Tempel. Der Tempel im Tal. Ich werde versuchen, dieses Mal meine Questliste möglichst gering zu halten von den Aufgaben her. Dass ich erst die einen erst abarbeite und mich dann nach und nach um neuere kümmere. Also, dass nicht zu viele Quests offen stehen. Also, ein Quest-Chaos mag ich nicht wirklich in meiner Liste. Die Goblin scheint tatsächlich nicht zu respawnen. Das finde ich auch sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Larry in Studios damit auch ein bisschen was gedacht hat. Das nicht respawnen. Und zwar, wenn ich bestimmt so gedacht haben, da wird es bestimmt solche RPG-Spieler geben, die ja sich bis ins Unendliche leveln. Ja, gut, bei Dark Souls mache ich auch ein bisschen Levelerei teilweise. Aber hier, wenn sich gedacht haben, sind keine Feinde zum Respawnen da. Hat der Spieler auch ja nur begrenzte Möglichkeit, sich zu leveln. Also nicht bis ins Unendliche. Das habe ich ja bei Divine Divinity schon gemerkt. Und ich muss sagen, ich finde das Konzept gar nicht mal so schlecht. Ich finde es sogar recht gut. Das wird dieser Tempel sein, von dem die Rede war. Okay, schauen wir uns erstmal drumherum um. Da oben ist ein Pfad, wie ich sehe. Und da vorne, das könnte dieser Turm sein von Lord Lovis, von dem erzählt wurde. Noch jemand vom Orden. Von dem Gesindel hatte ich heute schon genug. Wenn ich noch bei Kräften wäre, würde ich euch wie die anderen Drachentöter aufschlitzen. Ihr erbärmlichen Soldaten. Lasst mich einfach nicht in Ruhe. Aber Rhoda, sie kämpft wie ein besessener Dämon. Und das Schwert. Es birgt eine Macht, die selbst das Leben von Talana,
der letzten Drachenritterin auslöschen könnte. Da hätte auch noch eine Zunge fällt drin. Ihr wart euch nur tot. Ich wette, ihr habt Stunden mit dem Holzschwert vor dem Spiegel verbracht, um diesen kleinen Auftritt zu üben. Die Dummheit der Menschen ist tragisch. Da jagen sie die großen Alten, aber lassen das wahre Böse außer Acht, das sich erneut darauf vorbereitet, an die Macht zu gelangen. Lasst mich euch den lauernden Fluch zeigen, der eines Tages erneut die Herrschaft über diese Welt anstreben wird. Wir hätten da Fertigkeit Flammenkugel ein Stück aufgestiegen. Wie fühlt sich das an, Drachentöter? Wenn man sich plötzlich im Körper derjenigen Kreatur befindet, die man abgrundtief hasst. Das ist krass. Gerade. Ich übertrage die Essenz meines Lebens auf euch. Ihr seid nicht länger ein Drachentöter, sondern als Drachenritter neu geboren. Das ist echt krass, gerade. Wir fliegen ein. Wir bewegen einen Drachen. Ultra genial. Holy shit, ist das genial. Boah, ist das der Wahnsinn. Damians, der wahren Geißel Revelanz. Interessant, jetzt steuern wir so einen Drachen. Mit meinen Kräften übertrage ich auf euch auch meine Mission. Damians Vernichtung. Das Vermächtnis. Zeit aufzuwachen, meine schlafende Schönheit. Du hast lebhafte Träume. Die kleine Szene hat mir gefallen. Ein Drachentöter wird zum Drachenritter. Diese bittersüße Ironie. So köstlich wie geronnenes Blut. Aber ich warne dich, kleines Küken. Solltest du versuchen, Talanas Traum zu erfüllen, wird unserer nächsten Begegnung mit Sicherheit nichts Süßes innewohnen. Erste und letzte Warnung. Vergiss das nicht. Zanderlol ist gerade, den Namen kennen wir doch. Ach, das ist er aus Divine Divinity. Halt! Bleibt bitte einen Moment stehen und lasst mich euch ansehen. Ja, 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 gut. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Die wenigsten haben nach einer Begegnung mit dem Verdammten so viel Glück. Werde ich nach der Begegnung mit euch ebenfalls glücklich sein? Oh ja. Seid beruhigt, ich bin auf eurer Seite, mein Freund. Aber eins nach dem anderen.
Ich bin Zandalor, Zauberer, Gelehrter und die berühmteste graue Eminenz dieser Welt. Bis ich in Ungnade fiel, weil ich nach dem großen Krieg die Drachen vor den Klingen der Drachentöter beschützt habe. Was will irgendein Zandalor von mir? Wie auch Damian habe ich euren Traum gesehen. Deswegen bin ich gekommen, um euch zu helfen. Denn Talanas Worte könnten nicht wahrer sein. Damian muss besiegt werden. Dazu müsst ihr aber zuerst viele Gefahren meistern, während ihr danach strebt, die Kräfte freizulegen, die in euch schlummern. Ihr erkennt es zwar vielleicht noch nicht, aber wir befinden uns an einem Wendepunkt der Geschichte Rebellons. Und wie ihr mit Talanas Vermächtnis umgeht, wird das Schicksal jedes Lebewesens auf dieser Welt prägen. Mit diesen prophetischen Worten muss ich euch nun verlassen. Aber zuerst möchte ich euch einen Ratschlag für euer weiteres Vorgehen erteilen. Ersucht Lord Lovis hier in seinem Turm um Hilfe. Sein Geist wird Licht in das Dunkel bringen, das euch umgibt. Und jetzt muss ich gehen. Vieles muss geschehen. Verrat mir, wirklich Turmritter? Ja, das seid ihr. Doch das bedeutet noch nicht, dass ihr Drachengestalt annehmen könnt. Das ist eine komplizierte Angelegenheit, über die euch Lovis mehr erzählen kann. Bevor ihr geht, würde ich gerne wissen, warum ausgerechnet Lord jenen helft, den Göttlichen auf dem Gewissen haben. Die Wahrheit und unsere Vorstellung von der Wahrheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Später werdet ihr wissen, ob diese oder jene euch auf eurem Weg begleiten kann. Ich hab genug, wir finden mich gleich auf zum Lord Lovis Turm. Sehr gut. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Das Land braucht euch. Jetzt kennt ihr euren Feind und den dunklen Weg, der vor euch liegt. Doch ich werde da sein, um euch zu führen, solltet ihr zu weit von eurem Weg abkommen. Aber Zandalor hatte recht. Ihr müsst Lord Lovis finden. Sagt ihm, dass ich es war, die euch geschickt hat. Und er wird euch sicher helfen. Okay, Zandalor war ja der große Zauberer aus Divine Divinity, der uns geholfen hat.